Und damit herzlich willkommen zum Minecraft Kingdom. Ja, heute geht's mal wieder weiter. Wir wollen uns weiter an unserem Haus versuchen. Und zwar diese Folge mit nur ein bisschen Kleinkram. Wir fangen schon ein bisschen Kleinkram an. Tja, ein paar Fenster setzen und diesen ganzen kleinen Mist. Ihr kennt das ja. Ja, letzte Folge haben wir unser Haus gebaut hier, diesen Teil vom Haus schon mal. Wir sollten hier vielleicht nochmal ein Fenster einsetzen. Geht das? Ja, das müsste gehen. Wunderbar. Naja, egal. Heben wir gleich auf. So. Und dann geht's weiter. Ach ja. Es sieht so geil aus. Wirklich, ganz ehrlich, Minecraft ist der Hammer. Also mit Shader und allem und unser Haus, es ist so geil. Ja. Wir müssen hier natürlich noch eine Etage draufsetzen. Wobei ich überlegt habe, das einmal so zu machen. Also, dass wir einfach hier, normalerweise kommt hier noch eine Etage drauf. Also nochmal so eine Etage hier unten. So eine. Und dann kommt erst das Dach. Und ich habe überlegt, ob wir das nicht einfach so lassen. Ob wir jetzt nicht hier das Dach gleich aufmachen. Ja. Aber das muss ich mir nochmal überlegen. Deswegen machen wir einmal kurz eine normale Folge hier draus. So. Fenster haben wir ja schon ordentlich. Ja, hier hatten wir jetzt auch schon genug, ne? Ja, hier haben wir auch viele Fenster reingemacht. Dann können wir hier schon mal wieder rausgehen. Genau. Das wollte ich noch einmal ändern. Dass wir hier auch Holz als Tür haben. Zack. Also als Untergrund für die Tür. So. Das auch schon mal. Und dann kommen hier noch ein paar Fackeln schon mal hin. So. Denn wir müssen ein bisschen aufpassen. Denn im Moment, wir sind ja recht oft gestorben schon. Hier ist eine Kante. Und ich habe keine Lust noch mehr zu sterben. Weil im Moment, naja, wir haben schon so viel auf die Fresse gekriegt in diesem Let's Play. Das langt eigentlich auch. So, hopp. Von hier aus müssten wir immer noch hochkommen, ne? Ja. Das ist im Moment auch ganz praktisch. Und ich werde einmal, bis ich mir das überlegt habe, hier ein paar Fackeln setzen, damit ich hier oben auch nichts bauen kann. Die können wir dann einfach wieder abarbeiten. Zack, zack, zack. Haben wir das fertig. So. Ja, und jetzt kommt nochmal hier. Müssen nochmal Fackeln ran. Wo haben wir die da angemacht? Ich meine auch auf die andere Höhe da, ne? Und auf die Frontseite meine ich. Halt, das ist 1, 2, 3. Wo ist der Mittelbalken? Da. Da, 1. Etage 1, 2. Hier hin. Okay, also ein unter. Okay. Alles klar. Da kommt einer hin. Hier haben wir noch nichts gebaut, aber dorthin. Komm ich da ran? Wunderbar. Das haben wir fertig. Kommen wir von hier oben daran. Müsste der Block sein. Jo. Und der. Jo. Machen wir das schon mal. Nicht dieser, sondern der, genau. So, das haben wir. Und noch einmal hier hin. Zack. Nein, ich glaube, der ist falsch, oder? Ist er nicht. Und der. So. Und hier der. Und der. Ich hoffe nicht, ihr könnt das sehen. Zack. Also diesen kleinen feinen Rahmen. Ist hier um den Block rum. Wenn man da was bauen kann. Zack. Und hier noch einmal. Das ist der. Das ist der. Wunderbar. Ja gut, hier, den können wir glaube ich so setzen, ne? Na super. Hier fehlt auch noch eine Leiter. Also da muss irgendwie mal eine Leiter hin. Oder was meint ihr? Kommen wir so hoch? 1, 2. Geht. Und zack. Ja, sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen wohnlicher wieder aus. So. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber ich find's schick. Und jetzt geht's hier auch noch einmal rum. Da müssen wir hier aber noch einen Platz machen und irgendwann noch ein bisschen Kabel zu setzen. Und wir glauben, wir gehen erstmal schlafen. Für diese Folge gehen wir erstmal schlafen. Die Musik ist so geil. Die ist so geil. Das kann hier mit rein. Halt die Fresse, Zombie. Das kann da auch mit rein. Und was haben wir da noch? Ziegel haben wir auch noch. Machen wir ihn auf das Dach. Hatten wir nicht oben eine Kiste dafür? Hier? Ach, dann haben wir das rausgenommen, ne? Egal. Kommt ihr auch in unsere Bautruhe erstmal rein? Dim, 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 dim.
Das Pfeifen dürfte jetzt nicht laut sein, fällt mir gerade ein. Ist hier noch irgendwas mit Öfen? Nein, das ist gut. So, dann können die Ziegel ja, wenn wir die verarbeitet haben, hier erstmal rein. Ich muss unbedingt gucken, ob es eine aktualisierte Version von Dings gibt. Von Versfull. Versfull. Ich glaube zwar nicht, aber müssen wir mal gucken. Und wir müssen Wolle noch besorgen. Das werden wir anderen Bauwerke nämlich auch noch benötigen. Und eine Schaufel habe ich da. So. Wir werden das auch noch benötigen. Komm her, Kumpel. Okay. Das war irgendwie zu einfach. Egal. Und das hier können wir auch nochmal wegputteln. Aber egal. Wie hatten wir hier mal als Abstand? Ich glaube 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Abstand. Das ist gut. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Haben wir eine Pumpstimme? Ja. Und 1, 2, 3. So, dann haben wir das auch schon wieder abgegrenzt. Ausgrenzen, ausgrenzen. So, dann können wir hier mal ein bisschen lang buddeln. Dann haben wir wieder einen anderen Teil vom Haus fertig. So. Und dann wird das Ganze hier immer schon ein bisschen größer. Und wir müssen unbedingt auch mal ein bisschen mehr erkunden gehen. Und ich will noch ein paar andere Sachen bauen. Ein paar Maschinchen will ich noch bauen. Ich habe auch so eine ganz geile Idee für eine kleine Reise, die wir irgendwann mal machen. Vielleicht in der 50. Folge oder 30. oder so. Aber 30 haben wir ja schon bald. Nee, aber ich glaube, wir werden mal eine neue Reisemöglichkeit ausprobieren. Aber das werdet ihr dann alles sehen, ne? Es geht auf jeden Fall um diese... Es geht mit Redstone, ne? Und nein, ich rede nicht von den Gleisen. So, ich habe dann nämlich eine Maschine entwickelt, mit der das relativ einfach ist. Oder ich kann es dir auch eigentlich auch erzählen. Pass auf. Ihr kennt ja alle die Flugmaschinen. Diese ganz normalen fliegenden Maschinen mit den Slime-Blöcken und so weiter. Genau. Und leider fällt man da ja relativ häufig runter. Und die sind ja nicht wirklich zuverlässig. Aber ich habe jetzt ein Konstrukt entwickelt, was eigentlich... Naja, ich will mir hundertprozentig vielleicht nicht, aber nahezu. Also du fällst auch ohne Boot. Der Boot ist ja der berühmte Trick. Fällst du auch nicht runter. Und es ist theoretisch ein kleiner Bomber. Ne, du kannst halt von da aus wunderbar während der Fahrt und auch im Stillstand TNT abfeuern. Das fällt dann einfach runter, weißt du, so bombermäßig halt. Und du hast den großen Vorteil bei dem, du hast eine Sicherung drin. Erstens kannst du dich selbst nicht in die Luft sprengen. Ne? Du kannst jederzeit anhalten. Und wenn du angehalten hast, musst du zweimal ein Block-Update machen. Ne? Das heißt, du kannst auch nicht einfach aus Versehen wieder losfahren. Das geht auch nicht. Das habe ich auch, dafür gesorgt, dass das nicht geht. Ja, und das werden wir demnächst mal ausprobieren. Ich muss nur dafür Slime-Blöcke finden, wofür wir mal in den Sumpf müssen. Und Wolle müssen wir noch holen. Das müssen wir auch noch machen. Ja, und Slime-Blöcke könnten relativ schwierig werden. Na, denn ich habe immer schon Probleme gehabt, damit Slime zu bekommen. Und wenn ich jetzt zwei Blöcke brauche und Sticky Pistons noch, oder mehr sogar, 5, 6 Blöcke brauche ich dafür. Wird relativ kompliziert, denke ich mal. Aber das kriegen wir hin. Und ich denke auch mal, dass wir hier hinten noch einen rausgehen werden. Ja, deswegen machen wir das auch nochmal schnell. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt brauchen wir wieder die Baumstämme. Und 1. Ups, 1, 2. Machen wir hier nochmal einen drauf. So. Und der Baum kann auch schon wieder weg. Dann fällen wir hier nämlich die Bäume ein bisschen. So, und dann prügen wir uns hier auch noch mal einmal durch. Schau, die blöde Axt jetzt, die ist eh fast hin. Ja. Und wir müssen mal wieder in eine Höhle. Ja. Vielleicht lade ich dazu auch den werten Floschi mal wieder ein. Denn wir haben ja auch schon, wie er sich erinnert, in dem normalen Minecraft Multiplayer Projekt, worauf ja diese Welt basiert, haben wir ja schon zusammen gezockt. Ja, könnt ihr euch übrigens auch mal angucken. Ne? Minecraft Multiplayer. Müsst ihr vom Kanal mal runter scrollen und dann findet ihr das auch. Ja, da sind viele Hintergrundgeschichten auch, warum, was hier so ist und ja. Und auch warum dahin die Base schon steht und auch mit den Skelettpferden und so weiter. Das ist alles schon interessant. Gut. Und wir müssen nochmal kurz zurücklaufen zu unserem alten Haus. Aber dann kann ich euch das Ganze mal ein bisschen zeigen. So. Ja, Zombies, wir müssen immer durchgucken, weil irgendwo sind hier noch Höhlen unentdeckte und das ist ziemlich nervig, das Ganze, diese Zombie-Geräusche. Das ist ein bisschen assi, aber das kriegen wir auch in den Griff. Keine Sorge, Freunde. Außerdem will ich hier den ganzen Wald noch ein bisschen begrünen, oder den Berg hier, Wald sag ich schon.
Den Berg hier möchte ich begrünen mit Knochenmehl, deswegen sammeln wir auch so fleißig Knochen, falls ihr das einer gefragt hat. Und ja. Da ist es. Und ich hätte echt gern mal noch einen, vielleicht nochmal Mitspieler, so als speziell als Gast mal. Also wenn einer von euch Lust hat, hier mitzuspielen, mal irgendwie eine Folge oder sowas, kann er mich gerne mal anschreiben. Aber ihr solltet also eine gewisse geistige Reife und Erfahrung schon haben. Ne? Ich habe nichts gegen Kinder, falls es irgendeiner kommt, aber das Problem ist halt, ne? Es ist sehr schwierig dann. Ne? Und auch nicht für dauerhaft, das ist kein dauerhafter Platz, denn vielleicht kann es werden, wissen wir nicht, aber erstmal nicht. Aber gut, so viel dazu. Unser Elytra ist auch so gut wie kaputt. Wir müssen unbedingt, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir Leder haben. Wir müssen auch langsam anfangen, Tiere zu züchten. Das wäre auch mal ganz sinnvoll. Denn wenn wir Tiere gezüchtet hätten, dann können wir auch langsam mal die Elytra reparieren, denn wir haben, glaube ich, nur noch einen einzigen in Reserve. Und ja, da müssen wir mittlerweile extrem aufpassen, ne? Weil einen habe ich in der Kiste noch, der ist so gut wie down. Und ihn hier noch. Und er ist also wieder kaputt. Deswegen holen wir jetzt einen neuen Elytra und holen uns ein bisschen Wolle. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch eine Schere habe. Wir können ganz zurücklaufen. Ich meine, ich habe da auch noch Wolle. Müssen wir ausprobieren. Pass auf, wir gucken. Holen sie aus. Oh, wir müssen wieder rein. Wir müssen rauszoomen. Da, Freunde. Das ist so geil. Da sind wir wieder. Zack. Und da sind wir wieder. Und unser Skelettpferd ist hier auch noch. Da steht's. Das müssen wir auch nochmal zureiten. Ne? Das habe ich ja damals. Das ist ja auch mal auf Multiplayer alles passiert. Das müssen wir uns auch nochmal schnappen. Und hier haben noch jede Menge Holz, Vorräte. Aber noch ein paar Schafe hier. Ach ja. Die gute alte Zeit. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas rumfliegen? Für das neue Projekt. Da ist es schon. Wir nehmen mal ein bisschen den Kram mit, den wir hier noch finden. Da ist noch jede Menge Erz und so weiter. Das können wir auch alles mal hier lassen. Da ist noch hellgraue Wolle. Ich scheine aber wirklich keine Schere mehr hier zu haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da ist noch eine Chestplate. Hier liegt noch viel, viel Kram rum. Aus dem Nether sind hier noch viele Sachen von mir. Da ist noch der neue Elytra. Dann kann ich den alten eigentlich auch mal hier reinpacken. Den reparieren wir demnächst mal, aber im Moment noch nicht. Das Holz kann ich auch mitnehmen. Die Glasscheibe sowieso. Das Fleisch habe ich eh im Inventar. Magma Cream. Später. Aber noch Schnee. Ist hier noch irgendwas an? Ist hier noch irgendwo eine Schere, die hier rumfliegt? Da ist ein Feuerzeug. Das wollen wir aber auch nicht. Chests haben wir noch. Waffen haben wir noch überall drin. Essen wäre da sogar noch. Oh, Leder. Leder können wir gleich mal mitnehmen. Habe ich schon am Boss gecraftet? Ich weiß das gar nicht. Hier ist noch ein bisschen anderer Kram drin. Die alte Braustation, die wir geplant hatten. Hier steht sie noch. Ja. Das Höllenportal. Mit dem Raum, der nie fertig geworden ist. Aber gut. Alles hier. Alles schon da, aber noch nicht in Benutzung. Ja, das Floß Diamantschwert, das habe ich ja auch immer. Das muss ich auch nochmal umbenennen. Das würde ich auch behalten. Wolle. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz schnell ein bisschen Erz suchen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier ein Bett habe. Ich glaube nicht. Weil Problem ist, so bringt uns das nämlich gar nichts. Das heißt, wir müssen morgen noch mal wiederkommen. Aber gut, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Leder dabei. Das heißt, wir könnten unsere Leiter schon mal wieder reparieren, den einen, den wir jetzt haben. Gut, also zurück, Schere besorgen und dann wieder her. Alles klar. Danach in den Sumpf und dann besorgen wir uns dann noch mal ein bisschen Slime, wenn wir können. Und dann fangen wir mit der Farm an und dann machen wir die Maschine. Das ist der Plan für die heutige Aufnahmesession. Gut, wir laufen auch ganz schnell zurück. Da ist der große Berg, von dem wir übrigens eben geflogen sind. Da ist er. Aufreißende Musik, yay! Puh, ha! So. Alles klar, einmal hier hoch. Und dann fliegen wir da gleich mal rüber über den kleinen Hügel hier vorne. Zack, zack. Wir brauchen irgendwann so eine... ich habe keine Elytra an. Ich trottel. Ich meine, das habe ich eben fast umgebracht. Das ist der Nachteil. Wenn man nachher Elytra gewohnt ist, dann kommt man nämlich auch auf so eine Idee. Naja. Ärgerlich. Los, komm, Hühnchen. Spring vor. Wir müssen uns dann noch beeilen. Dann erstens die Folge gleich zu Ende. Und zweitens auch...
Also die Aufnahme ist gleich zu Ende, die Folge. Und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was schaffen heute. Denn wir müssen natürlich heute auch noch ein bisschen vorankommen. Ja. So. Wir müssen auch irgendwann eine Schienenstrecke hierher bauen. Also eine Schienenstrecke da hinten hin. Dann können wir nämlich immer hier das immer nutzen. So, da können wir nämlich mal ganz easy zurück. Dann können wir die Schiene nämlich zurückfahren und mit dem Dings wieder hin. Außerdem will ich von dem Berg unbedingt nochmal eine Schienenstrecke basteln. Das wäre auch ganz wichtig. Da können wir nämlich dann ein bisschen schneller reisen. So, wir fliegen nach Hause. Der Light Rail hat sich immer schon gelohnt. So. Wo müssen wir da? Jetzt besorgen wir schon eine Schere. Gleich nochmal. Und da beende ich jetzt mal schon mal die Folge. Wir sehen uns nächste Folge, meine Freunde. Haut rein.